Hallo liebe Tierparkfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von unserem Videokanal und ich möchte mich recht herzlich bei euch allen bedanken, die es ermöglicht haben, dass wir die Gelder zusammenbekommen haben für den Bärentransport aus Sibirien nach Dessau. Und das wollen wir euch heute auch kurz erklären, was wir da eigentlich machen. Denn wir holen ja nicht nur die Bären aus Sibirien hierher, sondern wir bringen auch Rinder nach Sibirien. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das sind Chloe und Erwin, unsere beiden Dahomey-Rinder, die sich auf den Weg nach Sibirien machen werden. Und dafür kriegen wir dann zwei usurische Krankenwerte. Ja, wir trainieren täglich unsere Rinder, dass sie auf den Hänger raufgehen und machen dann auch ab und zu mal die Klappe zu, dass sie wissen, ihnen kann überhaupt nichts passieren. Natürlich gibt es immer ein schönes Leckerli dazu und so bereiten wir die Tiere auf den Transport zum Flughafen vor. Ja, vielleicht habt ihr ja schon gesehen, dass wir im Park den Reiseverlauf unserer Bären umgedreht mal ein bisschen dargestellt haben, damit wir immer beim Spendenstand auch aktuell euch sagen können, was sich da für Zwischenziele befinden. Wir sind jetzt mal hier bei Krasnojarsk, für uns nicht ganz unbedeutend, weil wir nämlich dort mit den Rindern landen werden. Und was ist in Krasnojarsk so los? Es ist die drittgrößte Stadt Sibiriens und gleichzeitig Geburtsort von Helene Fischer. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben 9.000 Euro zusammen, es sind sogar noch viel mehr dazu gekommen, sodass wir einen sicheren Puffer haben für Eventualitäten, weil solche Auslandsgeschäfte sind nicht immer ganz einfach. Und gerade in Zeiten von Corona kann man auch nicht alles vorhersagen. Aber wir haben es geschafft und der Bär steht schon mal hier symbolisch. Und nun müssen nur noch Dimitri und Anastasia live aus Sibirien herkommen. Ja, das sind die Kisten, mit denen unsere Rinder nach Sibirien reisen werden. Wir haben an alles gedacht, also eigentlich haben die Handwerker daran gedacht, dass man eine separate Fütterungsklappe hat. Da kommen die Kühe rein und natürlich gibt es auch unterwegs mal was zu saufen und zu fressen. Und damit das Pipi dort bleibt, wo es hingehört, gibt es natürlich auch eine Auffangschale. Das ist alles sehr wichtig, weil es ist eine große Frachtmaschine, wo es natürlich keinen Tierpfleger zwischendurch gibt. Die Tiere sind dann für 6 Stunden mal auf sich alleine gestellt. Aber dank dieser wunderbaren Kisten kann da eigentlich nichts weiter passieren. Etwas anderen Ein- oder Ausblick in unsere Arbeit möchte ich mich bei euch verabschieden und wünsche euch erstmal schöne Feiertage. Ich werde natürlich regelmäßig mich mal aus Sibirien melden, ansonsten wird das auch die Pressestelle der Stadt Dessau-Roßlau tun, dass ihr immer aktuell über den Transport informiert seid. Wie gesagt, wir fahren erst oder fliegen mit den Rindern hin und dann kommen wir mit den Bären zurück. Und ich freue mich, euch alle gesund und munter im neuen Jahr wiederzusehen, spätestens zur Neujahrsführung im Jahr 2022. Tschüss!